gespannt, aufgeregt und freut sich auf den Abend, aber immer belampt Fieber, was beeindruckend ist nach 60 Jahren Bühnenerfahrung. Heißen Sie mit mir bitte willkommen einen Verwandlungskünstler, einen Ausnahmekünstler, aber auch einen Überlebenskünstler. Dieter Hallervorden! Ich werde geblitzt. War ich zu schnell oder was? Ich habe eine Reportage für ein Magazin über ihn geschrieben und die gefiel ihm. Und da sagte er danach, schreiben Sie mal ein Buch. Und ich nahm ihn beim Wort. Und das war das Buch über sein Leben. Hallervorden, ein Komiker macht ernst. Jeder Mann hat natürlich viele Fehler, ist klar, aber ich weiß jetzt nicht welche. Balim, balim. Balim, balim. Genau. Das ist ganz klar. Er erfand die Kunstfigur Didi. Er hatte damals alles erreicht, was ein Komiker in Deutschland erreichen kann. Allein seine Serie Nonstop Nonsense war einer der letzten Straßenfeger und hatte sich zudem weltweit verkauft. Allein der Schnüffler oder Die Rache der Enterbten, das sind so Kultfilme, die kann man sich immer wieder anschauen. Und das ist natürlich ein Wahnsinn, wenn man so jemanden live einmal sehen darf. Oktober 2019 habe ich ihn in Berlin zufällig kennenlernen dürfen durch den Tim Bröse und habe ihn dort spontan gefragt, mit dem tollen Programm nach Österreich zu kommen und habe ihn eingeladen. Es gibt doch nichts Schlimmeres als Theater, die geschlossen sind. Also das gilt generell für alle öffentlichen Anstalten, also auch für Toiletten. Geschlossen machen sie einfach keinen Sinn. Und deswegen habe ich dann die nächste Chance ergriffen, nach Berlin zu fliegen, als ich auf der Bühne stand und habe ihn einfach nochmal angesprochen und gesagt, Hallervorden, ganz offen, Lust, ja, nein, tun wir, machen wir nicht. Und die Antwort war sehr direkt, Herr Leiker, wir machen und haben an dem Abend alles Ding festgemacht. Im Rüberrutschen bleibt meine Unterhose an der Ruderöse hängen, sodass mein Allerwertester vorübergehend Frischluft atmet. Die Zuschauer spenden den ersten Zwischenapplaus. Man kann sich nicht vorstellen, mit 86, wer tut sich das noch an? Da muss man Menschen lieben, sonst tut man das doch nicht. Ich kann hier oben den ganzen Abend den größten Scheißdreck erzählen, da kriegen Sie keinen Cent zurück. Man muss einfach lachen. Es ist einfach genial. Ich springe auch so ebenso elegant ins Schlauchboot, was viel zu schlecht aufgepumpt war an diesem Tag. Oder war der Gast zu übergewichtig? In diesen Zeiten, wo einem das Wasser bis zum Halse steht, darf man eben tunlichst nicht den Kopf hängen lassen. Sonst ertrinkt man. Hallervorden ist nicht nur lustig, sondern hat ja, ganz tiefgehende Anteile. Und ich durfte ihn ein Jahr lang begleiten und ihn wirklich richtig kennenlernen. Und dann kann man auch ein gutes Buch schreiben. Ich habe meinen Sohn Johannes, der jetzt 23 ist, mit 63 Jahren bekommen. Das heißt, Sie sehen daran, ich mache mir meine Enkel selber. Ja. Zuerst war das sehr lustig und witzig, aber dann sehr tiefgründig und ernst und das hat mir sehr gefallen. Das Letzte, was ich gesehen habe, war Honig im Kopf und da war ich sehr beeindruckt, was der Herr in diesem Alter noch für großartige Rollen spielen kann. Da es natürlich mein erster Film war, wusste ich schon, wie das geht. Til Schweiger wusste es auch, aber eben jeder auf seine Weise. Und ich dachte, ich mach's mal lieber auf meine. Und für mich war der Tag furchtbar, weil ich Angst hatte vor der Vorstellung. Ja. Die Vorstellung selbst lief dann ja wohl einigermaßen. Die Leute schienen zufrieden zu sein. Schluss, Standing Ovation. Das werde ich deswegen auch gut in Erinnerung behalten. Vor 35 Jahren war ich als Neunjähriger ein großer Didi-Fan. Ach, Sie waren das. Sein Film, sein letztes Rennen, rührte mich zu Tränen und brachte Dieter Hallervorden als Inspiration in mein Leben zurück. Seine Botschaft inspiriert Generationen. Und es ist mir daher eine besondere Freude und Ehre, Ihnen, Herr Hallervorden, den Menschen im Porträt Inspirations for a Generation Award zu verleihen. Danke für Ihr Lebenswerk, für Ihre Inspiration.
Danke vielmals. Dankeschön. Der Herr Leierker war noch niemals bei mir zu Hause und er weiß trotzdem, dass in meinem Regal noch Platz ist für einen Preis. Und ich freue mich wirklich darüber, weil ich, das sage ich immer so ironisch, hoffentlich verstehen Sie es richtig, weil ich die wirklich ganz große Begabung habe, Lob und Anerkennung in unbegrenztem Maß ertragen zu können.